Und neue Aufnahme starten. So. Boah, ich will endlich. Ich will endlich. Ich will. Ja, ich will. Ich will endlich mein Grabhorn haben. Ich will endlich mein Grabhorn. Das Beste bekommt man in dem Spiel einfach zum Schluss, ne? Das ist. Also praktisch zum Schluss. Das ist echt hart. Das tut echt weh. Schmoody Gang, herzlich willkommen in der Community. Ich hab die Alerts an. Ich nehm doch für YouTube auf, ey. Das ist aber kacke jetzt. Schneide ich raus. Herzlich willkommen. Was? Ah ja. Ah ja. Okay. Ja, aber die kann ich nicht landen. So. Landen wieder. Kann ich hier landen? Ach, wir landen einfach hier. Hui. Ich will landen. Nee, hier nicht so. Da so. Dachte ich. So, hier. Wie kannst du wohl von Besen? Lass mich stehen. So. Und da waren wir schon drin. Warte mal. Das ist richtig. Ja, das muss richtig sein. Bin mir nie so sicher, ne? Aber ich okay, ja doch. Okay, richtig. Etliche Stunden schon in diesem Spiel hier verbracht, ne? Und ich verlaufe mich immer noch. Im größten Teil. Bin in der Story kopfmäßig schon 5 Schritte weiter. Hallo, kannst du mir helfen? Nein. Ich weiß nicht, was Madame Kugawa. Hab aktuell nicht so das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Also zumindest hier. Im Spiel. Okay. Boah, der geht mir so auf. Ich glaub, der Scheißgeist, ne? So, wir sind da. Oh, die habe ich gemacht. Warum seht ihr denn? Ich habe das doch angeklickt. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ich meine, das neues Gehege. Ich mag dieses nicht, ne? Ich mag das überhaupt nicht. Ich staune immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Ja, ich habe keinen Stift. Toll. Ich brauche einen Stift. Ich habe keinen. Das habe ich aber auch, dieses. Also das hier habe ich auch irgendwie total vernachlässigt. Ja,
Ich baue jetzt auch ohne Witz nur eine Bootstation auf. Oh, ich muss die Testrale. Nee, hier nicht. Nee, da auch nicht. Ja. Hier sind da. Ständig laufe ich hin. Hab Hals im Kopf, nicht auf. So! Guten Tag, meine süßen Vöglein. Wo seid ihr denn? Ja, da seid ihr ja. Hallo. So. Ich hab Phantomen hier. So, Einhorn. Einhorn neu, ne? Ey, wo ist denn jetzt bitte? Wo ist mein Shiny Tesral? Wo? Nein. Nein? Wo? Ach komm, ich beschwör's einfach. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier eingepackt? Ups. Ja, freigelassen. Yes. Ruhig. So. Ich tu dir nichts. Soll ich nochmal gucken? Ich habe jetzt. Jetzt habe ich das andere eingefangen. So. Beschwören. Jetzt. Yes. So. Und dann. Boah, das sieht ja richtig cool aus hier. Der ist mein Shiny. Das war. Nein. Mich verdrückt. So. Einmal einsammeln, alle beide. Du brauchst gar nicht ab. Das glaubt Professor Howe nie. Also, ach ne, wir können hier durch, ne? Wir können jetzt da unten rumlaufen. Tja, schwachsinnig. Da. Das ist so eine Mission, die man praktisch machen muss, aber irgendwie gar keinen Bock. Lass mir die Ruhe. So. Blüten, perfekt. Haben wir alles. Lege und füttere das. Ist ja noch nicht mal fertig. So. Ja, toll, was machen wir jetzt? Ich warte da jetzt gerade in 20 Minuten einfach so hier. Chili-Milli. So. Wir haben ja praktisch. Wir haben doch gestimmt. Ja, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Die Schulleiterin spricht. Ja, ich weiß, was das ist. Imperio, ne? Lieber ist mir. Lieber ist mir, dass ich das mache, da in der Imperio machen. Imperio, Imperio. Dann kriegen wir auch ganz schnell Avada.
Banane. Ey, nee, stopp. Stopp. Habe ich was? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, alles gut, alles gut. Alles gut. Und tschüss. Imperio. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Nö, mich auch nicht. Die Dunkelheit macht uns nichts aus. Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Dann gehen wir mal da rein, ne? Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. So, sehr ich möchte schön. Diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Oh, nee. Da sind die scheiß Imperius oder wie die drin. Nee, wie heißen die? Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ich würde ja eher sagen, das ist der Gestank des. Contringo! Bombarde! Tschüssi, Kosti. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist bei Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Akio. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich selber vor Akio erschrocken. Die alle zu öffnen ist verlockend. Ich gebe einfach auf. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Was? Hier ist irgendwo eine Spinne. Wo? Dieser Raum ist höher, als er scheint. Mhm. Okay, wo gehen wir lang? Wir gehen hier lang, ne? Ja, ja. Wingardium Leviosa. Ja, aber da ist noch so ein Ding, das will ich haben. Akio. Da ist nichts drin, ne? Ah, doch. Ach, da. Was soll ich dazu sagen? Hat sich jetzt halt auch wieder gelohnt, ne? Wingardium Leviosa. Hey, komm. So. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Ja. Finde ich auch. Ehrlich, ich hab's. Akio! Kipindo! Protego! Contringo! Levioso! Akio! Stirb, Lazio! Stirb! Ungetüm! Konfrikt! Aufmachen. Habe ich die Pulse ausgerüstet? Ne, ich glaube nicht, ja. Aber ich habe Bombarder. Bombarder! Ich glaube, ist auch klar. So, Bombarder haben wir auch.
Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Ja, okay, komm. Komm mal. Hab ich schon gedacht, hab ich echt. Also, ich bleib bei meiner Meinung. Die Burger machen viel besser. Die Welt hat ein... All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber das macht ja nichts. Macht nichts. Also mal gucken, wir müssen jetzt lang. Wir müssen hier wieder, ne? Ja, wir müssen wieder zurück. Ja, es hat sich mal wieder unglaublich belohnt, gegen diese Spiders zu kämpfen. Ach, hier sind wir jetzt auch, toll. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Nö, ja, eigentlich total normal. Akio. Hier beim Altar ist etwas. Ja, nein. So, das war doch hier gewesen, oder? Ja, natürlich. Akio, Vengadium Leviosa. Hä? Was ist es? Knochen. Akio, Vengadium Leviosa. Warte mal, die mussten auf jeden Fall hier irgendwo dran gesteckt werden. Da müssen die hin. Ja, guck mal hier, nimm mal eine an. Hier, so. Aha, Giri hat hier geschafft. Alter Schwede. Hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Akio. Was kommt da hin? Akio. Das kommt hier hin. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Fertig. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Okay. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. So, dann gehen wir mal da rein, ne? Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Warte mal. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei.
Ich möchte den gerne lernen. Ja? Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Okay. Der Zauber ist komplex. Ja, das sind sie alle. So, Imperio, Baby. Können wir jetzt auf? Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Ja, ja, klar. Oh, nee. Ich wollte jetzt uns noch nicht ausgerüstet. Was nehmen wir denn dafür weg? Wir nehmen das weg. So. Protego, Stufo, Levioso, Cuzio, Cuzio, Confringo, Stufo. Hä? Ey, Scheiße, hab ich da jetzt zweimal. Miri wieder los. Hallo. Imperio. Was aber noch? Ja, ich glaube. Oh, weil ich das schon sehe, da, ne? So, Confringo! Aber hier kommen wir, glaube ich. Nein, hier kommen wir nicht durch, glaube ich. Aber hier kommen wir durch. Wir kommen weiter. Mit Bombarda. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klack. Akio! Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Jo. Die haben es halt drauf. Ich muss mir das Skelett finden. Ja, ja. Sieht anders aus als die zuvor. Akio! Ach, shit, ist das nicht hier? Das hat auch noch mit Runen zu tun. Okay, wir kriegen es hin. Das war falsch. Das waren die Gegend. Überliegen gewesen, ne? Yeah. Das hat geklappt. Weiter. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Obwohl ich. So, das Tor haben wir. Machen wir mal. Akio. Das auf. Und das auf. Das war's nicht. Okay. Was die beiden jetzt gewesen? Na, die beiden weiß auch nicht. Dann kannst du ja nur noch die beiden hier sein. So. Hallo. Hallo, Spinnchen. Sebastian, das war jetzt ein bisschen spät. Tut mir leid. So. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch... Akio. Hihi. Das war ja echt eine Knochenarbeit von dir. Poprätselmeister, ja. Auf dich. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Vincendo! Imperium! Findo! Der Zauber interessiert mich. Er hat mich ja nicht beigebracht, ne? Er hat mich ja damit auch nicht verflucht. Also nicht, sondern Steppen. Steppen hat es halt abgekriegt. Der hat Blut hier voll gespürt. Lass mich mal falsch brennen, Alarm. Kruzio, hallo, ja. Da habe ich noch eine Spinne, die für mich kämpft hier. Ja, ne? Hm.
Doktor, das Nein, müsste es gewesen sein. Das hört nie auf. Ich bin Hähnchen. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ganz komisch Grafik gerade. Okay. Revelio. Wer war das nicht? Das ist heftig. So. Confringo. Das ist heftig. Nein, nein, nein. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Okay. Warte mal. Gib noch nicht auf. Man kann Ausrüstung nichts mehr mitnehmen. Null. Ich kann Geld mitnehmen. Revelio. Was haben wir mit? Ja. Money, money, money. Das kann ich nicht mitnehmen. Das Relikt der ungeahntes Potenzial und seine Möglichkeiten könnten nicht nur. Ja, cool. Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir brauchen das Relikt. Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ja. Protego! Ich freue mich schon drauf, sag ich ganz ehrlich. Ah, guck mal. Ja, guck mal, wer da schon wieder ist. Der Ominous. Ja. Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Ja, genau, das schlage ich vor. Ganz genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt. Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium! Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Hab ich das? Hab ich das?
Habe ich gerade im Slytherin Run Ausschau gemacht? Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen sprachlos. Sorry, tut mir leid. So, gut.